Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben und heute werden wir mit der guten Helene mal eben sprechen. Ich wollte nicht sagen angesichts dieser armen Leute. Sie haben schon so viel durchgemacht. Aber nachdem ich mir die Situation näher angesehen habe, denke ich, dass ich weiß, was im Wald vor sich geht. Was habt ihr herausgefunden? Die schreckliche Magie, die diese Kreaturen befallen hat. Ich habe Geschichten darüber gehört, aber noch nie ihren Einsatz mit eigenen Augen gesehen. Reikmagie. Ich weiß nicht, wie das geschehen konnte. Selbst die Wächterinnen des Wirts sind verstummt. Es ist alles noch viel schlimmer, als ich ursprünglich angenommen hatte. Wer sind die Wächterinnen? Elementargeister, die mit dem Wirtbaum verbunden sind. Sie leiten uns dabei an, dieses Land zu schützen. Doch wenn wir sie nicht erreichen können, können sie uns auch nicht helfen. Ich muss euch bitten, uns in dieser Sache auch weiterhin beizustehen. Ganz Glen Umbra könnte in Gefahr sein, wenn dieses Unheil sich weiter ausbreitet. Was soll ich tun? Ihr müsst euch mit Würdin Ileana treffen. Sie hat als Erste die Störung gespürt und weiß wohl mehr über Reikmagie. Wir müssen das beenden, oder die Erde unter unseren Füßen wird zugrunde gehen. Bitte, sprecht mit meiner Schwester. Sie befindet sich auf der Straße nördlich dieser Mühle. Ja, und da natürlich gerade in dem Moment, wo ich auf Aufnahme drücke, draußen niemand anderes etwas Besseres zu tun hat, als hier einen Müllwagen oder sowas vorbeizuschicken, machen wir kurz einen kleinen Cut. Ich bin sofort wieder für euch da. Erzählt mir vom Würdbaum. Der Würdbaum ist der Geist, der diesem Land Leben schenkt. Meine Schwestern und ich sind der Beldammer Wirt. Wir dienen dem Würdbaum. Wir kamen hierher, um herauszufinden, warum dieser Teil des Waldes von solchem Zorn geplagt wird. Habt ihr etwas herausgefunden? Nein, und das bereitet mir Sorgen. Der Wald spricht nicht mehr mit uns. Wir spürten, dass etwas im Argen liegt und sind deswegen hierher gekommen. Aber abgesehen davon sind wir völlig ratlos, wie man die Dinge wieder richten könnte. Ja, wir sollen mit der anderen sprechen, aber die ist, glaube ich, ein Stück weit weg, ne? Genau, da müssten wir dann erstmal rüber. Ich hoffe, dass ihr die Geräusche draußen nicht so hört. Ich befürchte allerdings leider das doch. Ich weiß nicht, was jetzt gerade da draußen im Argen ist. Normalerweise ist es hier eine richtig ruhige Gegend und heute kommt irgendwie scheinbar ein Müllauto nach dem anderen oder so. Zumindest hört es sich so an. Wo sind die jetzt? Unten irgendwo? Ach, da ist er doch. Bitte, wir haben es hier mit einer ernsten Angelegenheit zu tun. Die Wächterinnen brauchen dringend unsere Hilfe. Und jede Störung kann verheerende Folgen haben. Würdin Helena hat mich zu euch geschickt. Oh, entschuldigt. Ihr müsst die Fremde sein, die meinen Schwestern in Delines Mühl geholfen hat. Es ist mir eine Ehre, euch zu treffen. Ich kann nicht lange sprechen. Wie ihr wisst, steht es mit unserem Wald nicht zum Besten. Die Wächterinnen sind verstummt und diese Verderbnis breitet sich aus. Wer sind die Wächterinnen? Sie sind Elementargeister. Sie haben uns in der Vergangenheit immer angeleitet, aber jetzt gar nichts. Und das ausgerechnet in dem Augenblick, in dem wir sie am meisten brauchen. Es gibt einen alten Ritus, um sie zu rufen. Vielleicht zeigt er Wirkung, aber es ist zu gefährlich für mich und meine Schwestern, ihn durchzuführen. Vielleicht kann ich den Ritus durchführen. Ich weiß nicht. Ihr seid keiner von uns. Aber wir können auch nicht einfach untätig bleiben, schätze ich. Seht ihr die Schlurfer dort? Sammelt ihre Gliedmaßen. Das ist der gefährliche Teil. Dann verbrennt die Gliedmaßen am Altar auf den Ruinen in der Nähe. Wenn es klappt, sollte eine Wächterin erscheinen. Ich werde das Ritual durchführen. Wenn ihr mit den Elementargeistern sprechen konntet, findet mich im Tal der Wächterinnen. Es befindet sich nördlich von hier. Ich werde dort auf euch warten. Bitte, beeilt euch. Wir brauchen die Weisheit und Führung der Wächterinnen jetzt mehr als je zuvor. Erzählt mir mehr über die Wächterinnen. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt. Die Wächterinnen sind Ilnofey. Sie sind schon seit den ersten Tagen Tamriels ein Teil dieses Landes. Die Wächterinnen sind bei uns gewesen, seit wir den Würdbaum fanden. Sie schützen das Land und leiten uns in unseren Pflichten an. Und was ist ein Schlurfer? Sie sind Abscheulichkeiten der Blutdornen. Die Schlurfer waren einst Zweiglinge,
bis die Kultisten sie verbogen und verdorben haben. Nichts anderes tun die Blutdornen. Wir müssen sie aufhalten. Ja, das werden wir auch tun. Schlürferarme 5 Stück. Haben wir da einen gewissen Bereich? Ja, den Bereich vor uns. Aber ich denke mal, grundsätzlich sollte es eigentlich egal sein. Ach, Basti, kommst du auch nochmal? Das ist ja schön. So, ich hoffe, der ist auch noch im Bereich drin hier. Komm mal rüber. Komm. Bin mir nämlich nicht sicher, ob hinten noch der Bereich ist. So, 2 Arme. Warum kriege ich eigentlich nicht 4 Arme? Immerhin haben die ja jeweils 2 Arme, ne? Logikfehler, These. Na toll. Ist klar. Also wenn ich blocke, dann werde ich aber trotzdem betäubt. Aber wenn Basti blockt, wird er nicht betäubt. Das ist natürlich super. Na gut. Einmal Schlürferarme fehlen uns noch. Komm, schwimm, schwimm, schwimm. So, kommt sofort. Nee, Moment. Achso, ich muss sie ja verbrennen, stimmt. Ist nur die Frage, wo ist jetzt der Altar? Ist der jetzt hier ganz oben drauf? Ich komme ja gar nicht hoch. Sieht so aus. Hier nicht. Nein, irgendwo da. Da. Ach komm, geh mir nicht auf den Sack. Basti, kümmere dich da mal drum. Mit verbrennen wollte ich mich eigentlich nicht. Seid gegrüßt, Kind. Wir haben schon darauf gewartet, dass uns jemand ruft. Angorf, der Grabessänger, hat uns gefangen genommen. Jetzt sind wir vom Wirt abgeschnitten. Ihr müsst die Wächterinnen befreien. Wie kann ich euch befreien? Haben die Sterblichen so rasch die alten Sitten vergessen? Ganz sicher erinnern sich die Würdinnen noch an die Menhire. Zuerst müssen diese Steine von Angorfs dunklem Einfluss geläutert werden. Beschützt den Wirt, während er die Verderbnis auslöscht, die die Steine befallen hat. Wird die Auslöschung der Verderbnis euch befreien? Nein, aber diese Läuterung sollte Angorfs Griff lockern. Erzählt Würdin Iliana von der Verderbnis. Sie wird wissen, was zu tun ist. Unsere Zeit wird knapp, Sterbliche. Befreit uns, ehe Angorfs Verderbnis auch uns erfasst. Erzählt mir mehr über die Wächterin. Wir sind der Widerhall alter Stimmen. Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Dennoch sind nicht alle von uns verschwunden. Wir waren die Öffre. Dann wurden wir die Elnofei, die Erdknochen. Wir nähren das Land und leiten die Würdinnen an. Sie nennen uns Wächterinnen. Und was ist der Blutdornkult? Sie sind eine Seuche. Sie dienen der Verderbnis, die uns bindet. Dem, den sie Angorf den Grabessänger nennen. Der Kult breitet seine Fäulnis aus, indem er verseuchte Samen pflanzt, um die Natur zu verunreinigen. Sie bereiten den Weg für Angorfs Warenmeister, Molag Bal. Wer ist Angorf? Er ist ein Beben im Land, ein Gift im Wasser. Er ist ein Flüstern, ein Schatten, ein frostiger Wind. Er ist Grabessänger und Regmagier, Nekromant und Verderber. Er gebietet über Tod und Fäulnis. Angorf bindet uns. Und möchte uns zu einem Teil seiner selbst machen. Ein Reikmagier? Was ist das? Fern von hier, wo die Erde und der Himmel kalt sind, liegt das frostige Reik. Anhänger der Dädra leben dort, die Ädra und die Elnofei verhöhnen. Sie nennen sich selbst die Reikmannen und ihre Magier verunreinigen das Land mit dunkler Magie. Und ein Grabessänger? Was ist das? Grabessänger sind Nekromanten, die nach der Macht über Leben und Tod streben. Sie versuchen, die Reiche zu kontrollieren, die wir hegen und beschützen. Sie rufen die Dädra an, die sich in der Finsternis verbergen, damit sie sie in ihrem Streben unterstützen. Ich finde das ja cool, wie man dann immer wieder gesagt bekommt, ja, wir haben keine Zeit, beeil dich, beeil dich. Und dann so ganz locker so ein paar Fragen stellt. So, ja, was ist denn dies und was ist denn das? Und da habe ich noch nie von gehört. Erzähl mir das doch alles mal so. Ja. Nein, du hast mich nicht gesehen. Komm, ich habe keine Zeit für sowas.
Wir müssen irgendwo hier oben. Habt ihr gehört, dass die große Fessel zerstört wurde? Da vorne ist sie. Ja, ja, wir waren dabei. Ich habe gehört, wie ein Flüstern durch den Wald ging. Waren das die Wächterinnen? Haben sie mit euch gesprochen? Ja, sie sind eingesperrt. Die Wächterin sagte, dass wir die Menhire läutern müssen. Eingesperrt. Unser Feind ist derart mächtig? Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um ihnen zu helfen. Die Wächterinnen müssen befreit werden. Was müssen wir tun? Ohne die Hilfe der Wächterinnen können wir die Kontrolle über den Wirtbaum nicht zurückerlangen. Die Wächterin sagt, die Menhire müssen geläutert werden. Schickt euren Wirt dorthin. Vier meiner Schwestern sind nach Norden gegangen, um die Steine zu läutern. Aber sie brauchen Schutz. Verdorbene Kreaturen greifen sie an, bevor sie die üblen Ranken vernichten können, die die Steine ersticken. Ihr müsst gehen und ihnen helfen. Die Vernichtung der Ranken ist nur der erste Schritt. Die Wächterin sagt, ihr wüsstet, was sonst noch zu tun ist. Selbstverständlich. Die Menhire. Das hätte ich wissen müssen. Nehmt mein Amulett und beschützt den Wirt. Sobald sie fertig sind, schwächt ihr einen Schlurfer und verwendet das Amulett, um ihn unter eure Kontrolle zu bringen. Bringt den Schlurfer dann zu den Menhiren auf dem Hügel. Den Rest übernehmen wir. Ich werde die Würdinnen beschützen. Trefft uns am Ritualschauplatz und vergesst den Schlurfer nicht. Okay. Wobei da jetzt steht, dass ich jetzt nur die Würdinnen verteidigen soll. Welche von denen ist denn die nächste? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, wie ich da hinkomme, ehrlich gesagt. Moment, hier ist alles zu. Müsste aber trotzdem hier hinter sein, oder? Ja. Aber hier kann ich zumindest durch. Das ist schon mal gut. Ich bin da. Ich werde euch beschützen. Würdin Ileana hat mir gesagt, dass ihr kommen würdet. Ich hoffe, das funktioniert. Beschützt mich bitte, während ich diese Ranken zerstöre. Da ist sie wieder, die Stimme. Ich werde sicherstellen, dass ihr genug Zeit habt, um die Ranken zu vernichten. Wisst ihr, wenn ihr das so sagt, glaube ich euch beinahe. Lasst es uns tun. Ich meine, ganz ehrlich, ich finde, die hat eine hammergeile, das hört sich jetzt doof an, aber eine hammergeile Stimme irgendwo. Kann ich da jetzt schon? Ich bin fast fertig. Haltet sie mir noch ein wenig vom Leib. Ich kann noch keinen schwächen. Aber ich denke mal, wir müssen auch am Ende erst schwächen. Hallo, Basti? Lass den doch durch zu mir. Ich kann hier wir haben mit es geschafft. Amulett machen. Lasst mich ein wenig Luft holen. Dann begebe ich mich zum Ritualschauplatz. Alles gut, du hast alle Zeit der Welt. Ist ja nicht so, als ob die anderen angegriffen werden oder so. Gut, ich denke mal, der hier ist am nächsten. Seht ihr die Ranken? Verderbnis fließt durch sie und sie ersticken den heiligen Stein. Bald werden sie in die Magie des Steins eindringen und ihn völlig entweihen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich... Hallo? Was ist das jetzt für ein Mist hier? Hat der Typ den jetzt rübergezogen mitten beim Reden oder was? Geht das noch? Kann er den auch alleine machen? Ich guck mal ein bisschen zu. Ich möchte ja schließlich auch mit dir reden. Mal gucken, wie lange das dauert, bis wir wieder reden können. Jetzt ist er abgehauen. Ja, schön. Vielen Dank, du dummer Idiot. Echt? Seht ihr die Ranken? Verderbnis fließt durch sie und sie ersticken den heiligen Stein. Bald werden sie in die Magie des Steins eindringen und ihn völlig entweihen. Wenn ihr mir helft, dann kann ich diese verdorbenen Ranken entfernen. Ich werde euch beschützen. Vernichtet einfach diese Ranken. Eure Zuversicht ist ansteckend. Habt Dank dafür. Nun macht euch bereit. Die Beschützer der Ranke werden uns bemerken, sobald ich meinen Zauber spreche. Kein Thema. Aber was anderes, was mir gerade aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob es mir vorher schon mal aufgefallen ist, das ist die andere Synchronsprecherin von H2O, oder? Das ist doch die mit dem Louis zusammen war. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Ich treffe euch am Ritualschauplatz, sobald ich mich kurz erholt habe. Ja, alles gut. Ich gehe dann schon mal zum nächsten. Gut, dann haben wir noch zwei, die wir verteidigen müssen.
Hallöchen. Ich hasse diese Ranken. Der Gestank von Tod und Verderbnis. Aber immer wenn ich mich um sie kümmern will, werde ich von Kultisten oder Kreaturen der Verderbnis angegriffen. Ich werde euch beschützen. Vernichtet die Ranken. So, im Dreck greifen sie schon an. Ich kann nochmal mit dir reden. Ich hasse diese Ranken. Ja, ich wünschte, ich hätte eure Zuversicht. Ich meine, ich weiß, was zu tun ist. Und nun seid ihr ja hier, richtig? Worüber mache ich mir eigentlich Sorgen? Diese verdammten Ranken sind schon so gut wie vernichtet. Genau. Und jetzt kommt noch einer. Muss ich jetzt immer mit dir reden, wenn wieder einer kommt, oder wie? Bleib wachsam. Okay. Ich bin noch nicht fertig. Ihr sah aber so aus gerade. Da hinten ist noch einer. Tiefwaldschlürfer. Die haben endlich aber auch alle zerstört. Namen. Ich treffe euch am Ritualschauplatz, sobald ich mich erholt habe. Okay. Kann ich jetzt endlich in Ruhe den Runenstein einsammeln, auf dem ich schon die ganze Zeit ein Auge geworfen hatte. So, einmal ab durch die Mitte. Wo ist der Platz? Wo ist der Platz? Wo ist der Platz? Da ist sie. So, ich würde gerne mit dir reden. Hallo? Hallöchen, ich würde gerne mit dir reden. Würdin? Die Würdin ist verbuggt. Na gut, dann halt nicht. Ah, jetzt darf ich doch. Verderbnis strahlt von diesem Ding aus. Ich kann fühlen, wie es sich in meine Seele frisst. Die Verderbnis verbreitet sich nach außen und verändert oder tötet alle Kreaturen des Waldes. Wir müssen sie zerstören. Ich bin hier, um euch zu beschützen. Seid ihr bereit? Dann beschützt mich, während ich dieses verdammte Ding vernichte. Dann los. Schneller. Ich muss schneller vorankommen. Genau. Rechnet mit einem weiteren Angriff. Das sind wir jetzt schon gewohnt. Wir haben alles zerstört. Ich treffe euch am Ritualschauplatz, sobald ich mich kurz erholt habe. Siehste, meine ich doch, dass wir den Schlürfer dann am Ende erst machen müssen. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich darf nicht zu viel Schaden machen. Nein. Wie viel Schaden darf ich denn machen? Nein. Ich will den fangen. Lass dir den in Ruhe. Lass die nein. Arschloch. Aber ich soll ihn doch hier in dem Gebiet fangen. Oh, Leute. Ernsthaft. Da ist noch einer. Wenn du jetzt wieder nicht fangbar bist, ne? Hallo. Ja, mach das Ding weg. Nein. Ich muss... Hallo. Ich muss eh drücken können. Basti, lass das, sonst tue ich dich weg. Jetzt kann ich die Jute nehmen, aber nicht den... Sag mal, wollt ihr mich hier eigentlich veräppeln? Moment, ich mach den Basti mal eben weg. Vielleicht funktioniert das ja dann. So, komm mal her. So, ich weiß nicht, bis wo du runtergehen musst. So, siehst du, ohne Basti funktionieren die Sachen manchmal etwas besser. So, du darfst jetzt auch wiederkommen. Muss ich mal eben gucken. Wir müssen da hinten hin. Ich hoffe, der Schlürfer kommt auch mit, wenn ich reite. Oh, das sieht schön aus. Das nehme ich noch mit. Kommt der Schlürfer mit? Oh ja, er trottet so gemächlich hinter mir her. Aber alles gut. Ich denke mal, wir müssen hier oben rein. Beziehungsweise oben rum. Das sieht gut aus. Aber wo muss ich hin? Der muss nur da rein platziert werden, oder? Bei meinem Blut. Die Verderbnis ist hinweggewaschen. Ja, das hört sich gut an. Das Opfer hat diesen Heil. Der arme Zweigling ist endlich frei. Er ist kein Schlurfer mehr. Durch sein Blut haben wir diesen Ort gereinigt. Alles ist bereit. Warum müssen die auch immer anfangen zu reden, nachdem man schon eh gedrückt hat? Es wird Zeit, die Elementarwächterinnen zu befreien. Wohl wahr. Sie waren viel zu lange eingesperrt. Beldammer, Schwestern, bündelt eure gesamte Macht auf die Fremde. Es wird Zeit, Angoffs Griff, um die Wächterinnen zu sprengen. Endlich werden die Ketten der Verderbtheit gesprengt. Wir sind frei von Angoffs Bann.
Angoth wird für diese Beleidigung bezahlen. Sprecht, Champion der Wächterinnen. Wir stehen in eurer Schuld. Wir sind frei. So sollte es sein. Ihr klingt nicht überrascht. Wir sind die Knochen der Erde. Wir erdulden alles. Wir wussten, dass jemand kommen würde, um uns zu befreien. Wir wussten nur nicht, wann es geschehen und wer es sein würde. Es scheint uns nur passend, dass ihr es seid. Ihr seid sterblich, aber auch nicht sterblich. Angoth hat viel von euch zu befürchten. Und wir haben eine einhändige Keule von der Spur eines Blutdorns erhalten. So. Das Böse Angoths fließt tiefer als die Quelle dieses Landes. Das muss schnell ein Ende finden. Wie bringen wir diese Sache zu Ende? Es gibt noch mehr für euch zu tun, Champion. Geht zum Wirtbaum und sucht nach Würdin Gwen. Wir haben sie vor Angoths Sklaven beschützt, aber sie kann den Wirtbaum nicht retten. Diese Aufgabe steht jemand anderem zu. Geht und erfahrt, was getan werden muss. Ich werde Würdin Gwen suchen. Ja, und ich würde jetzt mal glatt behaupten, dass das jetzt wieder eine neue, vielleicht etwas längere Aufgabe ist. Deswegen machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest mit der Würdin, wenn man es denn so ausspricht, in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.